Entscheidend ist auch, dass wir versuchen, nach vorne zu verteidigen. Nach vorne zu verteidigen bedeutet, Passwege auch zu verschlechtern für den Gegner. Das heißt, wir wollen uns hier mal ein kleines Beispiel anschauen. Das heißt, wenn ich hier die 6 in eine offene Stellung gekommen bin, sondern jetzt ist es eben entscheidend, wenn ich ihn hier nicht unter Druck setze, das heißt nach vorne schiebe, ja, um den Passwinkel hier zu verschlechtern. Wenn man sich hier mal anschaut, hier können die Bälle durchgespielt werden. Hier zum Beispiel auf eine 10. Wenn ich nach vorne schiebe, wird der Passwinkel auf die 10 schon schlechter. Und das dann, das heißt, wir dürfen nicht wegbleiben, sondern wir müssen ihn attackieren und ihn stellen, um den Passwinkel zu verschlechtern. Und wichtig ist, dass die benachbarten Spieler nach innen einschieben, um diese Passwinkel hier nach innen zu verhindern, dass der Ball eben nach außen gespielt wird, wo wir viel besser verteidigen können. So entscheidend ist, dass der Spieler, auf dessen Höhe der Spieler angespielt wird, dass der ihn unter Druck setzt und dass wir nicht nur von einer Seite unter Druck setzen, sondern dass wir ihn auch von den anderen Seiten versuchen, unter Druck zu setzen. Man sagt immer, der Spieler auf der Ballhöhe versucht, ihn unter Druck zu setzen, war sehr aggressiv, mit vollem Tempo, und die benachbarten Spieler versuchen, die Passwege im Raum, das heißt, dass man sich auch mal umdreht, wo ist denn mein eigener Gegenspieler, dass ich auch von hinten gesteuert werde, muss ich einen Schritt nach rechts gehen, muss ich einen Schritt nach links gehen, dass er nicht angespielt wird, versuchen den Raum dahinter eben so abzusichern, dass wir den zweiten Ball abfangen können. Entscheidend immer das Zentrum hier verstärken, versuchen, dass die Bälle nicht durch Zentrum Richtung Tor gespielt werden können, sondern dass die Bälle dann eben hier nach außen provoziert werden und dann kann ich wieder nach außen lenken und kann ihn hier wieder in die Enge treiben. Also ganz wichtig, derjenige, dessen Mann den Gegenspieler hat, setzt ihn aggressiv unter Druck und die Spieler außenrum rücken ein und versuchen, die Passwege eben zu verstellen, um den Ball schnellstmöglich zu erobern. Ja. Abwartendes Verteidigen ist in diesem Moment immer ein kleiner Fehler, da die Passwege hier eben offen bleiben, hier die Passwinkel bleiben oben, also immer reinrücken und benachbart einschieben und von oben aus Druck ausüben, sodass der Ball durch die Zentren hier kaum mehr gespielt werden oder nur sehr steil durchgespielt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Ball erobern, eben viel größer ist. Ein weiterer positiver Aspekt des nach vorne Verteidigens ist eben auch, dass ich diesen Spieler unter Druck setze. Das heißt, dass der Spieler nicht hier sich lange Gedanken machen kann, wo spiele ich den Ball rein, oder abwarten kann, bis irgendwelche Spieler irgendwelche Laufwege gemacht haben, ja, wie zum Beispiel hinter die Kette rein, wo der Ball dann oben drüber kommt. Das heißt, wir müssen versuchen, ihn hier vorne auch unter Druck zu setzen. Ein weiteres Element, um auch vielleicht einen überhasteten oder einen schlechten Ball oder herauszufordern oder eben ihn so unter Druck zu setzen, dass er eben Fehler macht, dass er stolpert oder irgendwas. Also das heißt, voll attackieren, und wichtig ist, nicht immer nur von einer Seite attackieren, sondern auch von oben das Doppeln hier, von der Seite mit einschieben und eben dann auch die Passwinkel, so wie wir es gerade besprochen haben, eben hier auch zu sichern und den Ball nach außen zu provozieren. Das heißt, immer wenn der Ball in unser komplettes Band eingespielt wird, gilt es, um den Ball herum sofort einen Schwamm darzustellen. Das heißt, jetzt sind wir noch in unserer kompakten Form, so wie immer. So, und sobald der Ball eingespielt wird, kommen wir sofort Richtung Ball zusammen, so, und schieben auf Ballseite ein und sichern sofort das Zentrum und versuchen hier den Ball gemeinsam herauszuerobern.